herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo zusammen, mein Name ist Hardy Hessdörfer. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei den Nerdwelten eingeschaltet habt, weil ihr wisst, ich mag das Super Nintendo und im Jahre 2022 steht da ein Jubiläum an, denn im August 1992, also vor 30 Jahren, ist das Super Nintendo in Deutschland erschienen. Gab es natürlich vorher auch schon in Japan und in den USA. In Europa auch. Deutschland war da ein bisschen hinten dran. Da können wir im Verlauf vielleicht ein bisschen drüber sprechen. In dieser Folge soll es weniger darum gehen, was ist das Super Nintendo, was kann es, was macht es, sondern es soll heute mehr einen Insiderblick auf die Zeit geben, als die Konsole ihren Weg nach Deutschland gefunden hat und wie sie so angekommen ist. Und da freut es mich natürlich auch, dass dadurch sich mal wieder die Möglichkeit bietet, dass ich mit einem ganz lieben Freund sprechen kann, der schon ein paar Mal bei den Nerdwelten zu Gast war. Er war langjähriger Mitarbeiter von Nintendo, Chefredakteur des Club Nintendo Magazins, Übersetzer unter anderem von Link's Awakening, Secret of Mana, von Plock, von SimCity. Er ist ein Mann für alle Fälle. Heute ist er Chef des Raptor Verlags, wo er neben anderen tollen Projekten auch immer noch sehr viel mit Videospielen zu tun hat. Und ich freue mich, dass ich ihn heute jetzt doch endlich nach diesem langen Monolog mal wieder bei uns begrüßen darf. Es ist natürlich mein guter Freund, der Claude Moas. Servus, Claude. Hi. Ja, danke, gebe ich gerne zurück. Freue mich auch mal wieder über Nintendo sprechen zu können. Ja, es wird definitiv mal wieder Zeit. Und wir haben es ja gesagt, du hast zu dieser Zeit bei Nintendo gearbeitet. Und da würde mich primär gleich mal interessieren, wann hast du denn eigentlich bei Nintendo angefangen? War das Super Nintendo da schon verfügbar? Jein, also in Japan war es verfügbar, in Deutschland nicht oder in Europa nicht. Und das war letztendlich auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, weil Nintendo gab es ja in den 80ern schon in Deutschland, allerdings nicht von Nintendo selbst, sondern nur durch Vertriebspartner. Das heißt, die haben Kontingente aus Japan gekauft und die dann eben hier in den Spielwarenhandel gebracht. Allerdings war klar, Nintendo braucht eine eigene Filiale in Europa. Nintendo hatte ja auch eine eigene Filiale in den USA. Europa ist einfach ein zu großer Markt gewesen, um das nur über Vertriebsfirmen zu machen. Das heißt, Ende der 80er wurde eine Europa-Zentrale bei Frankfurt gegründet. Ganz klein, bei zwei Personen, die erstmal mit dem Aufbau beauftragt waren. Und ja, hauptsächlich ging es zu der Zeit, als die Firma gegründet wurde, um den Gameboy. Aber in den Startlöchern war halt der europäische Launch von dem Super NES oder Super Nintendo. Habe ich gleich einen Fehler gemacht, weil das war eine der Sprachregelungen damals, dass wir nicht Super NES sagen. Ja, das war das Ziel. Also ich habe angefangen Ende 1991 war das. Und war auch von Anfang an ging es eigentlich um den Launch vom Super Nintendo, um das vorzubereiten. Eingestellt wurde ich als Texter. Das heißt, mein Job war in der Anfangszeit Werbebroschüren zu schreiben, Artikelpässe für den Handel, Pressemitteilungen und solche Geschichten. Und jetzt ist das Super Nintendo in Deutschland ja erst im August auf den Markt gekommen und im Rest von Europa schon im April. Weißt du noch ungefähr, woran das lag? Das hat mit diesen Vertriebsstrukturen zu tun. Damals war, also der Sinn von Nintendo Europa, von der Firmengründung, war ja, das zentralistisch zu steuern. Das heißt, was heute eigentlich normal ist, dass solche Konzerne wie Nintendo eine weltweit gleiche Kommunikation haben, das gab es damals noch nicht. Das heißt, jedes Land, jede Vertriebsfirma hat vermarktet, wie sie wollten. Das heißt, Land A hat vielleicht das Ganze als Kinderspielzeug vermarktet, Land B als Lifestyle-Accessoire. Also so, nur mal überspitzt als Beispiel. Das heißt, es gab keine einheitliche Kommunikation. Und zu dem Zeitpunkt war eben, es gab noch in vielen Ländern Vertriebsfirmen, die eben auch noch laufende Verträge hatten.
die Geräte von Nintendo, die Spiele zu vertreiben. Das heißt, auch als Nintendo Europa schon existiert hatte, hat es eben eine ganze Weile gedauert, bis man so nach und nach die Länder übernehmen konnte oder die Steuerung der Vertriebsfirmen. Hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Aber habt ihr dann da bei der Vermarktung freie Hand gehabt oder habt ihr Vorlagen bekommen, wo euch gesagt worden ist, hier, so macht er das mal, auf die Zielgruppe geht ihr? Also in der Anfangszeit gab es eigentlich nicht wirklich freie Hand. Man muss das so sehen, also Nummer 1 ist immer Nintendo Japan gewesen. Mhm. Nintendo USA wurde gegründet in den 80ern. Damals vom Schwiegersohn von Yamauchi. Und USA war eigentlich federführend für den westlichen Markt. Also man hat gesagt, okay, Japaner sind ein eigener Markt, haben auch einen eigenen Geschmack. Aber USA und Europa ist eigentlich das Gleiche. Zumindest war das damals die Denke. Und insofern war Nintendo Europa, wurde ja gegründet von einem Nintendo Amerika Mitarbeiter, der eigentlich die Aufgabe hatte, das, was USA macht, umzusetzen für Europa, 1:1. Mhm. In der Zeit, wo ich da war, hat halt so ein Emanzipationsprozess stattgefunden. Das heißt, ja, hat halt natürlich eine Weile gedauert, bis wir dann auch gesagt haben, okay, aber Europäer sind dann doch nochmal was anderes als Amerikaner, kann man nicht auf einen Haufen werfen. Aber es gab halt viele Kämpfe, um das zu erwirken, dass wir eigene Sachen machen konnten, um dann irgendwann zu wählen, wir machen das Gleiche wie die Amis, wir machen das Gleiche wie die Japaner oder wir machen sogar was ganz Eigenes, den europäischen Weg. Aber in der Zeit, in dieser Gründungszeit, war USA das Vorbild und die Richtlinie. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil wenn du jetzt sagst, in Japan hat man so gesehen, dass man USA und Europa gleichgesetzt hat, aber warum orientierte sich das Design des Super Nintendo dann nicht an der klobigeren US-Version, sondern an der runderen Super Famicom-Version? Also genau weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine erste emanzipatorische Art war. Mhm. Man hatte ja schon ein bisschen Auswahl. Also in der Regel kannst du sagen, damals war der Rhythmus Erscheinung in Japan, ein Jahr später Erscheinung in USA, ein Jahr später Erscheinung in Europa. Ja. Das war so bis in die späten 90er der Erscheinungsrhythmus. Das heißt, man hat geguckt, Produkt XY wird in Japan gelauncht. Wie läuft's? Was gibt's für Erkenntnisse? Ein Jahr später wird's in den USA gelauncht. Was hat man vielleicht da bis dahin in der Kommunikation verändert? Und wiederum ein Jahr später in Europa der Launch, weil man dann eben auch von den Erkenntnissen von den USA profitiert hat. Mhm. Das hat verschiedene Gründe, also Marketinggründe zum einen, aber auch ganz pragmatische Gründe, weil die Filialen sind damals eigenständige Profit Centers gewesen. Das heißt, Nintendo Europa musste die Spiele kaufen von Japan. Mhm. Also irgendein Spiel kam und Nintendo of Europe wurde gefragt, wie viel möchtet ihr davon haben? Wie viel glaubt ihr verkaufen zu können? Ich nehme jetzt einfach mal so Rechenbeispiele, einfache Zahlen. Nintendo Europa sagt, wir nehmen 1000 Stück davon. Und es stellt sich heraus, wir verkaufen nur 200 Stück davon. Das heißt, aber 800 Stück bleiben wir liegen. Schlecht gelaufen und ein Verlustgeschäft für Nintendo Europa. Aber eben für Nintendo Europa, nicht für Nintendo Japan oder USA. Mhm. Oder der umgekehrte Fall, damals war eigentlich noch problematischer. Wir bestellen 1000 von dem Spiel und die 1000 sind nach einem Monat ausverkauft. Das heißt, wir brauchen mehr. Damals hattest du ja Cartridges, das heißt, du konntest nicht so schnell CDs nachproduzieren. Oder, ja, geschweige denn Download-Codes, die ja nicht limitiert sind. Das heißt, du musstest wirklich Cartridges fertigen, was halt Zeit gedauert hat. Deswegen wäre das jetzt ein großes Problem gewesen, wenn du nur 1000 bestellt hättest, die sofort ausverkauft sind und du
mindestens 3 Monate warten musst, wenn nicht länger, bis du Nachschub bekommst, weil du ja dann auch dieses Verkaufsmomentum verlierst und das Interesse an dem Produkt vielleicht sinkt. Also diese Einschätzung, wie viele Produkte man glaubt verkaufen zu können in den verschiedenen europäischen Märkten, war eine der Schlüsselherausforderungen. Mhm. Insofern war es hilfreich, dass USA ein Jahr vorher schon das Produkt verkauft hat und man einfach Verkaufszahlen hatte. War das wirklich was, wo ihr euch dann drauf gestützt habt? Also, dass man sich gesagt hat, ja komm, das hat in den USA funktioniert, das wird so bei uns auch funktionieren? Ja, also wie gesagt, in der Anfangszeit ist man ja sowieso davon ausgegangen, dass wir Europäer Mini-Amerikaner sind. Okay. Und das 1:1 funktioniert. Man hat dann nach und nach festgestellt, dass es doch Unterschiede gibt, Geschmacksunterschiede. Also gerade beim Thema RPGs zum Beispiel. Oh ja. Die Japaner sind ja sehr RPG-vernarrt gewesen, schon früh. Und damals zumindest in den USA, Nintendo Amerika, fand das eigentlich gar nicht so spannend. Also es wurden zwar auch natürlich RPGs veröffentlicht und sogar teilweise mehr als hier, wenn ich jetzt an Final Fantasy denke. Mhm. Aber irgendwie dachte man, ach, also als ich angefangen habe, so die ersten Male, gab es wirklich so das Statement, naja, RPGs sind nichts für Deutschland, die sind für Europa, die sind zu kompliziert, da gibt es einfach zu viel Text, da muss man lesen. Das kommt hier bestimmt nicht gut an. Das war so die allgemeine Überzeugung. Woher die kam, kann ich nicht sagen. Mhm. Das war einfach so, was mir auch gesagt wurde. Das erste größere RPG, was wir veröffentlicht hatten, war Mystic Quest Legend, was so eine Art Final Fantasy Tutorial-Spiel ist, würde ich sagen. Ist es ja. Also damals haben wir es intern, also bei uns in der Abteilung auch Final Fantasy für Doofe genannt, weil es gab halt die coolen Final Fantasies und dann eben dieses Mystic Quest Legend, was wirklich ganz basic ist. So als wäre es ja so mit einem RPG-Maker gemacht. Mhm. Aber das hat eben was damit zu tun. Das war ein Test. Man dachte eben, Europäer, die ja keine Rollenspiele mögen, die müssen wir sachte auf das Thema hinführen, testen, ob es funktioniert. Dafür war das Game prädestiniert. Wir haben extra für dieses Spiel keine normale Bedienungsanleitung gemacht, wo man die Buttons erklärt, sondern gleich ein Lösungsbuch dazugelegt, um halt wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass dieses neuartige Genre, dass jeder Zugang dazu findet. Und dieses Lösungsbuch ist wirklich ein Lösungsbuch, also komplett spoilervoll. Das heißt, das erklärt von Anfang bis Ende, wie man dieses Spiel spielt, lässt kein Geheimnis offen, kommt in der großen Verpackung. Die große Verpackung braucht natürlich auch mehr Platz im Handel, weil du hast halt die normalen Regalflächen für die kleinen Super NES, Super Nintendo-Spiele oder Mega Drive-Spiele. Und indem du eine riesen Verpackung hast, ist der Handel schon mal gezwungen, dem Spiel Sonderfläche zu geben, weil er es ja nicht mehr ins Regal bekommt. Das heißt, er muss es zwangsläufig irgendwo neben die Kasse hinlegen oder auf eine Extrafläche. Das heißt, man hat eben mehr mit so einer Strategie, also spezielle Handelsplatzierung, riesige Verpackungen, Bedienungsanleitung in Form von einem Buch, Einsteiger-Rollenspiel und so weiter und so fort, hat man schon alles gemacht. Und es war auch, es war nicht das erste Spiel, was auf Deutsch übersetzt wurde, aber halt eins der frühen Spiele, die auf Deutsch übersetzt wurden, weil es vorher einfach nicht nötig war. Für einen Jump and Run brauchst du keinen deutschen Text. Aber für ein Rollenspiel mit viel Texten war man dann eben auch der Meinung, dass englische Texte nicht so gut kommen, weil Nintendo ja auch mit dem Game Boy eine eher junge Zielgruppe damals hatte und die eben nach oben hin auch ein bisschen erweitern wollte, aber eben auch eben unsicher war, was die englische Sprache betrifft. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, ist alles super, ist total gut.
Da können wir gleich bleiben, weil das ist eigentlich was, was ich sonst später gefragt hätte, aber das können wir gerne vorziehen, Claude, das passt gerade wunderbar. Jetzt bist du schon auf diese Big-Box-Spiele eingegangen, hast auch schon gesagt, okay, man hat den deutschen Spieler oder den europäischen Spieler eher so eingeschätzt, naja, komm, RPGs, da sind die nicht so firm mit, wir packen mal diese Spieleberater mit rein. Hat man so eine Vorstellung gehabt, was der deutsche Spieler speziell jetzt oder der europäische Spieler im Allgemeinen, was will der denn spielen? Naja gut, also ich denke, man ist ja nicht so wissenschaftlich an die Sache rangegangen. Man hat wirklich die Verkaufszahlen in den USA gesehen, die Verkaufszahlen in Japan, dachte eben an die Sprachbarriere hauptsächlich. Also die Sprachbarriere war wahrscheinlich eins der wichtigen Argumente gegen ein RPG, dagegen das einfach so zu veröffentlichen. Und man hatte eben auch mit ganz anderen Spielen die ersten Erfolge gefeiert. Aber war denn dann dieser Spieleberater, den ihr beigepackt habt, war das dann was, was ihr euch ausgedacht habt? Oder gab es das vorher in den USA meinetwegen schon? Nee, das ist was wirklich Europäisches. Okay. Das war für diesen Launch extra designed. Und weißt du auch noch, wie man dann entschieden hat, welche Spiele bekommen denn jetzt einen und welchen keinen? Ich meine, klar, die komplexeren, also Super Metroid meinetwegen oder Secret of Mana, das ist alles klar. Aber jetzt gab es ja in Schweden meinetwegen auch eine Version von Zelda 3 mit dem Spieleberater, die es bei uns nicht gab. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Zelda 3, du meinst A Link to the Past? Ja, genau. Also es gab ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon auch Lösungsbücher, die verkauft wurden im Handel. Jetzt nicht von Nintendo selbst, sondern so lizenziert. Ja, na klar. Was die beigepackten Spieleberater betrifft, das war unsere Entscheidung. Tatsächlich unsere, also die von meiner Abteilung. Wobei die Überlegung immer ganz klar war, wenn es komplex ist, auf jeden Fall. Das heißt, was hatten wir? Illusion of Time. Ich glaube, Terranigma hatte auch einen. Ja. Bei Super Metroid im Prinzip nicht unbedingt nötig gewesen, aber da ging es auch ein bisschen um die große Verpackung. Es war einfach ein wichtiger Titel, den wollte man auch als wichtig präsentieren, also so, dass man es auch optisch sieht. Außerdem gibt es ja ein sehr komplexes Dungeon-System bei Super Metroid. Das heißt, man kann es eben auch visuell gut umsetzen und für die damaligen Verhältnisse war es eine riesige Welt, die Super Metroid-Welt. Und das war einfach Teil der Marketingstrategie, zu sagen, hier, geiles Spiel, riesiges Spiel, hier ist auch ein riesiges Buch dabei. Ja, ansonsten gab es Verkaufsbücher, also erst ein schwedisches Link to the Past. Wir hatten auch ein deutsches A Link to the Past, was wir aber verkauft haben. Ja, das gab es natürlich, aber ohne den Spieleberater. Also ohne das Bundle mit dem Spieleberater. Also das kann tatsächlich, Skandinavien zum Beispiel, war bis sehr spät noch eine Verkaufsregion mit eigenen Vertriebsfirmen. Ah, okay. Also als ich angefangen habe bei Nintendo of Europe, wurde gerade Nintendo Frankreich gegründet und es gab zwei Filialen, meine ich. Und im Laufe der Zeit sind immer mehr Filialen dazugekommen. Also Nintendo Spanien ist dann irgendwann gegründet worden, Nintendo England und so weiter. Witzigerweise ist es dann wieder zurückgegangen. Also wir sind heute bei Nintendo, wir haben das Peak quasi überschritten, wo jedes Land eine eigene Nintendo-Filiale hat. Aber ich denke, die Schweden haben das einfach damals für sich entschieden als Verkaufsargument. Sie werden wahrscheinlich das Buch genommen haben und gesagt haben, hier, großes Bundle, können wir nochmal den Preis erhöhen und so. Als ich mit dem Ben in der Nerdwelten Episode 15 über Terranigma gesprochen habe, da haben wir auch einen alten Test aus der Megafun beigezogen und da wurde dem Spiel wirklich vorgehalten, dass dieser Spieleberater dabei liegt, dass er das Spiel zu leicht macht und deswegen gab es auch einen Punkteabzug. Was war denn so dein Empfinden? Wie sind diese Spieleberater denn angenommen worden damals? Oder wie hast du sie denn gesehen, wenn du schon so bläst? Ja, also bei Mystic Quest Legend, das war ja tatsächlich ein Wunsch meines Chefs, also vom Herrn Ota, dem Präsident von NOA damals, der einfach gemeint hat, das
Spiel kapiert niemand hier, wir brauchen das Lösungsbuch. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil das war so, als wären wir alle verblödet und könnten nicht mal so ein Rollenspiel spielen und brauchen eben dieses Lösungsbuch. Das hat mehr so ein bisschen meinen Stolz angegriffen, weil ich mir gesagt habe, man könnte es auch ohne. Ja. So im Nachhinein, glaube ich aber, war es eine gute Entscheidung. Eben aus den Gründen, die ich genannt habe, weil für die Vermarktung war es einfach echt eine feine Sache und es war ein imposantes Paket. Ja. Es war eben kein kleines Super NES-Spiel, sondern eine riesige Verpackung. Und das würde ich auch für die nachfolgenden Rollenspiele sagen, wo diese Bücher dabei waren. Klar, wird es Spieler geben, die genauso jetzt denken wie ich im ersten Augenblick, die sich ein bisschen entmündigt vorkommen dadurch. Und ein Spielredakteur natürlich, weil ein Spielredakteur ist eben auch ein Profi. Ja. Aber für die Masse auf jeden Fall war es gut, würde ich schon sagen. Einfach um das ganze Thema aufzuwerten. Ah, Secret of Mana fällt mir noch ein und Secret of Evermore, wo auch Bücher dabei waren. Natürlich. Also ich denke, das war auf jeden Fall eine super Strategie. Und ich glaube auch, dass die Leute, ich meine, du bist ja nicht gezwungen, in das Buch reinzugucken. Ja. Es haben ja auch damals, haben ja auch die Konsumenten-Hotline, die Telefone geglüht, weil viele Leute angerufen haben, Fragen gestellt haben. Die zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, dass die Abteilung schon skeptischer war, dass wir diese Bücher machen, weil die eben auch gesagt haben, okay, untergräbt das nicht so ein bisschen unsere Abteilung oder unseren Job, indem wir die Lösung in dem Buch verraten und die Leute nicht mehr angewiesen sind, anzurufen. Das ist auch ein spannender Punkt, an den ich jetzt auch gleich noch einhaken will, weil das ist ja etwas, das gab es früher, das gibt es heute nicht mehr so wirklich, aber es hatte ja damals wirklich eine eigene Konsumenten-Hotline, wo die Leute angerufen haben und gesagt haben, keine Ahnung, hier an der Stelle komme ich nicht weiter. Claude, wie komme ich denn jetzt bei Secret of Mana aus diesem Kochtopf bei den Goblins wieder raus? Was hast du denn für Erinnerungen an die Hotline? Also Gott sei Dank hat niemand Claude gesagt und Gott sei Dank war ich auch nicht bei der Hotline, weil das schon ein krasser Job war, fand ich. Also als ich angefangen habe, wurde mir das erzählt, dass es sowas gibt. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und die Hotline gab es übrigens, war eine der ersten Abteilungen, die Nintendo hatte. Also es gab wirklich eine Vertriebsabteilung und die Hotline. Und dann erst nach und nach sind die anderen Abteilungen entstanden. Und wenn du bei Nintendo damals angefangen hast, gehörte eben auch zu deiner Einarbeitung, dass du mal einen Tag bei der Hotline verbringst und dich neben einen der Berater setzt und zuhörst, um halt die Zielgruppe kennenzulernen und Nintendo kennenzulernen und so weiter. Also ich fand das schon ungewöhnlich, dass es sowas gibt. Ich meine, das ist letztendlich, es gab ja kein Internet. Es gab keine Let's Plays, das gab's alles nicht. Das heißt, du hast halt... Wir hatten gar nichts, ja. Also man hat dort angerufen, das war eine kostenlose Nummer auch noch. Das wurde irgendwann auch abgeändert, aber es war eine kostenlose Nummer, du hast dort angerufen und gesagt, hier, ich stehe hier vor dem Dungeon und komme nicht weiter. Und der Hotline-Mitarbeiter, ja, was für ein Spiel spielst du denn? Zelda. Ja, wie heißt denn der Dungeon? Ja, keine Ahnung, aber hier stehen zwei Bäume davor. Und, zwei Bäume, okay. Und dann hat natürlich jeder dieser Hotline-Mitarbeiter eine Datenbank gehabt, also ein PC mit einer Datenbank. Die Datenbank war die Datenbank von Nintendo Amerika. Mhm. Das heißt, es gab ja auch kein Google Translate. Die war auf Englisch. Und für die Hotline, weil das ja wir reden ja von der Steinzeit der Gaming-Branche, oder der späten Steinzeit oder frühes Mittelalter der Gaming-Branche. Du hast einfach gar nicht so viele professionelle Game-Berufe gehabt. Das heißt, Nintendo hat sich da irgendwo in Unterfranken angesiedelt und hat dann im Stadtanzeiger nach Angestellten gesucht für eine Game-Hotline und hat eben nur Leute aus der Umgebung genommen, also aus Unterfranken. Arsch gut. Da aus den ganzen Kuhkäffern. Das waren keine Game-Leute. Man hat einfach nur Leute gewollt, die am Telefon sitzen und Antworten geben. Telefonisten, könnte man sagen.
Jetzt konnten die teilweise kein Englisch, die da gearbeitet haben. Oder sie haben so krass unterfränkisch gesprochen, dass du sie kaum verstanden hast. Vorsicht, gell? Ja, ich würde gerne den Dialekt nachmachen. Ich kann es auch nicht. Aber ich fand's halt, das fand ich eben auch, es hatte auch wirklich, ja, durchaus witzige Aspekte. Also du hast eben dieses Kind gehabt am einen Ende des Telefons, was versucht hat, den Dungeon und sein Problem zu beschreiben. Und auf der anderen Seite hast du irgendein unterfränkisch sprechende, was weiß ich, gehabt, die kaum Englisch konnte, die dann in dieser Nintendo Amerika Datenbank gesucht hat, welches Dungeon bei Zelda zwei Bäume davor hat. Und so hat es funktioniert. Und das war total bizarr. Also ich fand das verrückt. Ja. Ich fand das auch sehr anstrengend. Also nach diesem Tag, an dem ich zugehört habe, ich war schlagkaputt. Das war einfach das glaube ich, ja. Echt nervig. Und was halt auch ein Problem war, du hast halt Kinder, kostenloses Telefon. Okay, wollte ich fragen. Mhm. Also hast du Streiche, Telefonstreiche. Oh Gott. Und ich würde sagen, ein Viertel der Telefonate waren Telefonstreiche. Also du gehst ans Telefon und kriegst eine Trillerpfeife ab. Oder du gehst ans Telefon und hörst ein Furzkissen oder was auch immer. Es gab, also es ist jetzt kein Scherz, es gab tatsächlich einige, die sogar gemeint haben, sie müssten eine Therapie machen wegen dem Job, weil ihnen dieses einfach zu sehr belasten würde oder sie wären nervig am Ende. Das hat man dann, dieses Thema hat man im Griff bekommen, als man dann Jahre später die Hotline einfach gebührenpflichtig gemacht hat. Hm. Dann ist das eigentlich fast schlagartig verschwunden, diese Scherzanrufe. Und ja gut, und dann gab es Online und Internet und so ja. weiter. Und dann hat sich das Thema dieser Hotline auch erledigt. Aber ich glaube, sowas gab es vorher nicht. Das gab es halt eine Zeit lang bis zum Internet. War so ein Modell, das hat vielleicht maximal 10 Jahre existiert. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Weißt du noch, wie groß die Hotline war? Wie viele Leute da gleichzeitig war ein Raum, oder? In einem Raum waren? Also als ich angefangen habe, war sie noch klein. Da waren es 12 Leute. Sie ist dann, glaube ich, in Spitzenzeiten bis auf 50 angewachsen. Okay. Und dann halt wieder gesunken und dann bis ins Nichts halt, bis es sich aufgelöst hat wieder. Okay. Jetzt hast du schon ein paar Mal Super NES gesagt. Seit dem SNES Mini gibt es ja eine offizielle Aussage von Nintendo, die besagt, es heißt das SNES. Gab es damals auch schon irgendwas Offizielles, irgendeine Vorgabe, außer so sagt ihr bitte nicht, sondern sagt bitte so und so? Ja, also wir hatten für jedes Produkt Kommunikationsguidelines, wie was heißt, wie was ausgesprochen wird, wie wir was in unseren Pressemitteilungen kommunizieren, wie was geschrieben wird, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und so weiter. Mhm. Und beim Super Nintendo war eben, es gab das Super NES, das war das Lilane in den USA. Und die Amis haben es halt Super NES genannt. Und wir wollten eben, dass man das europäische Gerät kauft, das europäische Gerät benennt und das war eben nicht das Super NES, sondern das Super Nintendo. Mhm. Hat natürlich die Gaming-Presse nicht interessiert oder die Leute, die haben es trotzdem genannt, wie sie wollten. Für uns war es halt wichtig, diese Sprachguidelines beizubehalten. Gab es denn auch, Claude, was für mich ja unfassbar wichtig ist, gab es einen richtigen Artikel für der, die das Super Nintendo? Gar keinen. Gar keinen, okay. Ja, also das ist schon wichtig. Wenn wir Texte schreiben, wenn wir offizielle Texte schreiben, ist es also in der Regel, das ist aber auch heute noch so, versuchst du Artikel zu vermeiden. Das heißt, du hast einen Produktnamen und wo es halt geht. Viel Spaß mit Nintendo mit Super Nintendo Entertainment System. Hm. Wenn, würde ich sagen, dass wir es garantiert, jetzt muss ich mal überlegen, ja, das, also wenn, dann war es sächlich. Mhm. Also nicht der Super NES. Ja, da sträubt sich bei mir auch immer alles gegen. Ja, es ist, ich meine, bei Super NES geht es ja noch, das ist das System, könnte man im Deutschen sagen. Ja, aber das ist auch mal so eine blöde Herleitung, weil das ist genauso irgendwie das Magazin, das Mega Drive, ja. Aber zum Beispiel Wii ist Nintendo Wii. Das hat
einfach keinen Artikel. Aber es ist natürlich irgendwie, es ist Wii im Deutschen weiblich und deswegen wird es die Wii genannt. Ja, so sag ich auch, ja. Ist aber eigentlich kein Nintendo Speech. Okay. Nintendo ist einfach Nintendo Wii. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, aber ist natürlich auch als Texter schwierig. Aber man verfasst eben die Texte so und versucht dann auch Artikel zu vermeiden. Weißt du noch, wie damals so die Erwartungen im Team waren? Welche Hoffnung man in das Super Nintendo gesetzt hat? Oder in, Entschuldigung, wie viel Hoffnung man in Super Nintendo gesetzt hat? Also ich weiß, dass man hat den Launch schon sehr ernst genommen. Das war jetzt, man hatte nicht so das Gefühl, dass es gegeben ist oder ein Selbstläufer ist. Als es in Deutschland oder Europa erschienen ist, gab es PC-Engine, Neo Geo, glaube ich, Mega Drive natürlich, wobei Mega Drive schon das Beunruhigende war. Also PC-Engine war so ein bisschen nischig, Neo Geo war, glaube ich, einfach zu teuer damals. Ja, das war's. Mega Drive war schon das, worauf man geachtet hat, zumal auch das Image von ganz cool war und auch gesagt wurde, es ist eigentlich auch das bessere Gerät, weil das Sega Drive gab's. Als ich bei Nintendo angefangen habe, gab es es schon eine ganze Weile. Ja. Ich glaube, das war schon 3 Jahre alt. Das Super Nintendo war in Japan 1990 erschienen. Man hatte schon so diese Negativ-Meinungen, dass das Mega Drive besser ist als das Super Nintendo. Was ist ja wohl, ich bin jetzt technisch nicht so bewandert, aber es gibt wohl einzelne Bestandteile vom Mega Drive, die tatsächlich leistungsfähiger sind. Ja. Wobei, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte der Nintendo-Geräte. Das ist jetzt nie so entscheidend gewesen, ob jetzt eine neue Nintendo Konsole technisch State of the Art ist. Genau, ja. Und war auch damals nicht die Philosophie. Ich meine, man hatte in Japan das mit Super Mario World gelauncht und hatte schon eine ganze Menge Titel. Das heißt, dadurch, dass es in Deutschland ja so spät gekommen ist, also wieder der typische Rhythmus, ein Jahr später USA und dann nochmal später Europa, hatte man ja den Vorteil, den man heutzutage nicht mehr hat. Du hattest eine riesige Launch-Bibliothek. Ja. Das heißt, du konntest so eine neue Konsole rausbringen und hattest von Tag 1 zig Games. Das ging aber auch nur wegen dieser Zeitverzögerung. Funktioniert heute natürlich nicht mehr. Du bringst eine Konsole raus weltweit und hast dann eben, wenn du Pech hast, 3 Launch-Titel und musst einen Monat warten, bis neue Spiele kommen. Also das hatten wir nicht. Wir wussten, das System wird am Stichtag gelauncht, zusammen mit einem mega starken Titel, Super Mario World, und einem sehr starken Line-Up von Nintendo selbst, aber auch von Third-Party-Publishern. Das heißt, du hast von Tag 1, vom Launch-Tag 1, hast du bei Mediamarkt eine riesige Super Nintendo-Welt. Mehrere Regale mit Spielen und Aktionsflächen, wo die Konsole steht. Das war einfacher, würde ich sagen. Wir waren schon alle optimistisch, dass es gut laufen würde, aber halt so ein bisschen ängstlich, ob nicht Mega Drive uns doch aus irgendeinem Grund die Show stiehlt. Ja. Und der Start lief gut, wobei in der Anfangszeit, ich habe ja angefangen als Texter, habe dann Karriere gemacht im Laufe der Zeit, aber zumindest in dieser Anfangszeit habe ich von Verkaufszahlen gar nichts mitbekommen und wusste eben nur, es läuft super und alle freuen sich und alles ist gut. Gab es denn da irgendwelche speziellen Promos, an die du dich erinnerst oder besondere Werbeaktionen bezüglich des Super Nintendos? Also, woran ich mich erinnere, also den Nintendo, ich hatte ja erzählt, dass tatsächlich zwei Menschen Nintendo Europa gegründet haben. Das war zum einen der Herr Ota von Nintendo Amerika, der ist quasi hierher geschickt worden mit der biblischen Aufgabe, gehe hin und gründe Nintendo Europa.
und such dir einen Spezialisten, der Europa kennt und dir hilft. Das hat er auch getan. Der Spezialist war der Herr Stahler, der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon in so einer Art Vorruhestand war. Also er war schon recht alt. Das war so ein Marketing-Guru, der war also ganz bekannt im deutschen Spielwarenbereich, weil der hatte lange Jahre bei Mattel gearbeitet. Der hat zum Beispiel die Barbie groß gemacht. Der war Mr. Barbie, ich glaube in den, keine Ahnung wann. Der hatte in den 80ern, der Rubiks Zauberwürfel ging auf seine Kappe in der Vermarktung. Also er war auch der Herr Zauberwürfel. Und die hatten sich kennengelernt auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und er wurde dann quasi rekrutiert für den Aufbau von Nintendo Europa und hat auch so in dieser Anfangszeit, in den ersten Jahren, viel Richtlinienkompetenz gehabt. Also er hat zum Beispiel gesagt, wenn das Super Nintendo kommt, ist alles super. Also das klingt jetzt so banal, aber das hat bedeutet sprachlich, dass wir das Wort super so viel wie möglich kommunizieren müssen. Also du hast die Superpower, die mit der Superkonsole und du hast super Spaß und so weiter. Weil seine Philosophie war, wir sind nicht mega, nein, wie das Mega Drive, sondern wir sind eben super. Mhm. Und das müssen wir kommunizieren, damit die Leute eben das verinnerlichen. Und das war in der Anfangszeit, habe ich also Texte geschrieben, musste sie bei ihm auch vorzeigen, ob sie so okay sind. Das waren Plakattexte oder irgendwelche Werbebroschüren. Und er hat dann halt auch wirklich, da passt noch ein Super rein, bitte verändern und so. Bis ich irgendwann auch gebrainwashed war und alles nur noch super war. Und witzig sind auch die Werbespots, ich glaube, die gibt es noch bei YouTube aus der Zeit, ja, ja, die sich auch in Superlativen bis ins Absurde gehen. Das war so, da haben wir uns dann auch intern lustig gemacht. Das war auch so ein Gag, wo wir uns dann einfach alle nur noch auch intern super gesprochen haben in der Mittagspause. Aber es also auch super Essen gibt's heute. Und gib mal die Supergabel rüber. Und also solche Richtlinien gab es von ihm. Ich muss halt sagen, er war natürlich schon älter, betagter. Er hatte so das Oldschool-Marketing, das war so ein bisschen ein Holzhammer, also Subtilität kannte er gar nicht. Ich glaube, heutzutage, das wäre auch nichts für ihn. Zu dem Zeitpunkt war es aber okay. Er hat halt zum Beispiel argumentiert, für den Handel musst du so sprechen. Die Einkäufer bei Mediamarkt und Saturn, das sind ganz einfache Menschen. Und du musst, wenn du mit denen redest und Werbung machst, musst du ganz einfach reden. Und deswegen ist es gut, das ist das Super Nintendo und ein Super Game und so weiter. Nintendo Japan hat ja ähnlich, ich meine, viele Super Nintendo Spiele haben auch ein Super davor. Ob es jetzt Super Castlevania 4, Super Ghosts and Ghosts, Super Mario Kart. Nintendo wollte halt damit verdeutlichen, zu welcher Konsole das gehört. Damit halt ganz klar ist, Super Metroid gehört zum Super Nintendo und nicht zum Mega Drive. Er hat es halt noch übertragen auf die Kommunikationssprache. War eine super Zeit. War denn damals, also du hast es glaube ich schon ein bisschen verraten, aber der Fokus war schon stärker auf Super Nintendo als auf Game Boy ausgerichtet damals, oder? Aber trotzdem war der Game Boy ja 1992 ja die bestverkaufte Konsole weltweit. Ja, also gut, ich habe jetzt nur vom Super Nintendo gesprochen, weil das ist ja glaube ich der Fokus deiner Sendung. Ja. Der Game Boy war schon da, als ich kam, der hat schon gesiegt quasi. War ja auch jahrelang, ist nichts an den Game Boy rangekommen. Um den musste man sich gar nicht so Sorgen machen. Also da würde ich schon fast sagen, das waren Selbstläufer. Ja, okay. Selbst wenn es mal Versuche gab, Game Gear oder irgendwelche asiatischen Konsolen oder so, das ist ja nichts auch nur annähernd an
den Gameboy rangekommen und insofern war der jetzt nie ein Sorgenkind oder was man halt so launchen muss wie ein Super Nintendo. Zumal ein Gameboy eben auch, den kaufst du, da denkst du jetzt nicht, der erfordert kein großes Nachdenken. Den steckst du in die Tasche, den nimmst du mit in die Schule. Ein Super Nintendo bedarf ja schon so ein bisschen Organisation, also eine Konsole. Du musst sie kaufen, du musst sie im Wohnzimmer hinstellen oder du musst diskutieren, stellen wir sie ins Kinderzimmer oder ins Wohnzimmer. Das kaufst du halt nicht einfach so. Es ist auch teurer. Die Spiele waren auch teurer. Insofern war das Marketing auf jeden Fall komplizierter vom Super Nintendo. Kannst du dich denn da erinnern? Gab es mal Stress? Also sei es jetzt seitens von Japan oder von deinem Chef mit irgendwas, womit die Leute überhaupt nicht einverstanden waren? Also was jetzt primär mal die Werbung betrifft? Eigentlich nicht. Also hier in Europa eigentlich gar nicht. Es gab natürlich immer, wenn Preisanpassungen waren, ein bisschen Ärger. Ich weiß, dass das Super Nintendo, ich glaube, relativ kurz nach dem Launch wurde der Preis ein bisschen reduziert. Ja, ich glaube 3 Monate später, ja. Ja, also ich weiß gar nicht mehr von wie viel auf wie viel. Irgendwas um die 300 Mark waren es, glaube ich, damals. Es müssen 329 zum Launch und dann 299 Mark gewesen sein. Also eigentlich nicht viel, habe ich so damals empfunden, aber ich habe mitgekriegt, dass doch so ein Mini-Anfang 90er Jahre Shitstorm kam wegen der Preisreduzierung. Mhm. Halt die es dann eben 3 Monate später gekauft haben, sich beschwert haben. Was ja heute auch irgendwie normale Härte ist. Preisänderung, du hast ja bei Steam auch Spiele, die einen Monat später im Sale sind und so. Also damals haben sich die Leute schon aufgeregt über die Preispolitik, aber ansonsten gar nicht. Wirklich gar nichts. Okay. Jetzt kommt eine Frage, da blutet mir immer ein kleines bisschen das Herz, aber wie wurde denn damals entschieden, was aus Japan übernommen wurde und was nicht? Weil es kamen ja vor allem längst nicht alle Spiele zu uns, also jetzt besonders Top-Spiele wie das Mario RPG oder Final Fantasy VI oder Chrono Trigger, das ist ja besonders verwunderlich. Liefen diese Rollenspiele wie Secret of Mana? Ja, das ist ein Action-Adventure, schon klar, ist kein Rollenspiel trotzdem. Liefen diese Spiele nicht so gut oder war es zu aufwendig, sie zu übersetzen? Oder weißt du noch, woran das lag? Warum diese Spiele nicht kamen? Ja gut, da gibt es verschiedene Gründe. Also es gibt natürlich, wenn wir jetzt mal in das Ende vom Lebenszyklus vom Super Nintendo gehen, also eins der späten Super Nintendo-Spiele war zum Beispiel Super Mario RPG oder Final Fantasy VI. Mhm. Da gab es schon politische Verwerfungen zwischen Square und Nintendo und da ging es darum, weil Square hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon für die PlayStation an Sachen gearbeitet. Das waren eigentlich so eher die Gründe, warum jetzt diese Spiele nicht erschienen sind. Hm. Also klar, man hätte sie noch veröffentlichen können, aber wie gesagt, das Super Nintendo war eben auch schon betagt. Also zum Beispiel Super Mario RPG ist, ich glaube, das ist 96 erschienen. Und da gab es aber auch schon, das war schon so die Nintendo 64-Phase, glaube ich. Ja. Yeah. Und so eine Übersetzung, das hatten wir in der anderen Sendung mal, wie wir damals übersetzt haben. Ja. Yeah. Das ist halt nicht so geflutscht. Also das hat schon Geld gekostet. Leute hinkarren und Testing und so weiter und so fort. Teilweise weiß ich es nicht, also bei Final Fantasy VI zum Beispiel war es so, dass wir schon sehr weit mit der Übersetzung waren von dem Spiel, bis dann einfach eines Tages hieß, ist der Europa-Release ist gecancelt. Also ich würde sagen, wir waren so, ja, also die alle Namen, Items und so weiter waren übersetzt. Ich glaube, der Anfang vom Spiel war übersetzt, aber dann kam halt einfach Stopp. Chrono Trigger, keine Ahnung. Ich weiß, dass wir Ogre Battle zum Beispiel, Ogre Battle, March of the Black Queen, das war sehr weit übersetzt, das Spiel. Okay.
Spannend. Und das hatte mich noch gewundert damals, weil ich das zum Beispiel als kompliziert erachtet habe. Ja. Also von dieser, wir hatten es ja anfangs, dass die Europäer zu doof sind für Rollenspiele, jetzt salopp formuliert. Und Ogre Battle fand ich schon relativ anspruchsvoll mit dieser ganzen esoterischen Thematik noch und den Tarotkarten und so. Ja. Aber da wurde angefangen zu übersetzen und da hieß es dann aber, nö, doch nicht. Warum? Spannend. Keine Ahnung. Okay. Ja. Letztendlich die Entscheidung, also es gab eine Allocation-Abteilung, die bestand aus 2 Japanern. Die haben jedes Spiel, was in Japan erschienen ist, sich angeguckt, haben es dann verschiedenen Leuten bei Nintendo of Europe zum Testen gegeben. Da gab es so einen Evaluierungsbogen. Das heißt, ab und zu habe ich auch mal Spiele getestet. Da musstest du dann halt angeben, ja, es macht Spaß und du glaubst, das ist was für den europäischen Markt und so weiter. Und letztendlich haben die beiden zusammen mit dem Firmenchef beschlossen, ob ein Spiel nach Europa kommt und wenn ja, wie viele Stückzahlen nach Europa kommen. Mhm. Die haben jetzt aber auch nicht sich in die Karten gucken lassen, warum, wie, was entschieden wird. Gab natürlich Spiele, die waren auch Flops, wo man dann halt auf der Ware sitzen geblieben ist. Also zum Beispiel Plock war jetzt nicht so der Burner damals. Aber Secret of Mana zum Beispiel war schon recht erfolgreich. Also das kann man jetzt nicht als Flop bezeichnen. Und es war ja auch Secret of Mana oder auch selbst Mystic Quest Legend war okay. Und es ist ja dann auch so ein bisschen unsere Politik gewesen, jedes Jahr einen großen Rollenspieltitel zu haben. Es gab dann eben Illusion of Time, dann gab es Evermore, dann gab es Terranigma, Lufia. Das waren so immer wie die Helene Fischer Show zu Weihnachten, gab es eben das Nintendo-Rollenspiel im Sommer. Das war schon so als Tradition gedacht. Aber waren halt natürlich in Japan gab es deutlich mehr als in Europa. Ich glaube sowieso, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber es ist ja von allen Super Nintendo-Spielen, die es gibt, ist ja, glaube ich, nicht mal die Hälfte in Europa erschienen. Hm. Ja, das ist, wenn man sich da wirklich tiefer mit beschäftigt und sich die Spiele anschaut, die in Japan rausgekommen sind, dann findet man wirklich ganz viele tolle Spiele, wo man sich fragt, hey, warum ist das damals nicht bei uns rausgekommen? Ja. Also, die sind auch an mir komplett vorbeigegangen, obwohl ich dort gearbeitet habe. Also bei uns im Verlag haben wir einen, der ist, Chris, kennst du ja auch. Selbstverständlich. Ja, der ist so auch Super Nintendo-Fan und das ist er, ja. Der geht total ab auf diese japanischen Spiele und der erzählt mir immer von japanischen Spielen, von denen ich noch nie was gehört habe, obwohl ich zu der Zeit bei Nintendo gearbeitet habe. Aber die sind einfach nicht auf meinem Tisch gelandet. Also da waren ja sowieso nur die Spiele, die wir dann wirklich veröffentlichen. Und ab und zu mal habe ich auch mal so ein Spiel angetestet für diese Evaluierungs, für dieses Team, um dann meinen Senf dazu zu geben. Aber bei manchen hat es mich auch super geärgert. Also Final Fantasy VI war so damals zumindest eins meiner Lieblingsspiele. Ich habe mich halt total gefreut, als ich davon ausgegangen bin, dass wir es in Europa veröffentlichen. Bis dann halt die Anweisung kam, nö, doch nicht. Warum auch immer. Ja, also gerade bei Final Fantasy, Chrono Trigger, das sind ja wirklich Spiele, wo es auch gerade im Nachhinein sehr schade ist. Aber wie ist denn das? Hast du mitbekommen, da gab es ja später auch Fanübersetzungen. Also ich habe auch einen guten Freund, der Manu Löwe, der hat sich irgendwann in den 2000ern hingesetzt, hat sich gedacht, verdammt, es gab damals keine Übersetzung, das mache ich jetzt mal, hat dann einen tollen Patch gemacht. Aber hast du dich mit sowas mal beschäftigt, dass du dir dann angeschaut hast, was hätte sein können? Nee, gar nicht. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen jobmäßig. Also ich bin habe mich halt auch immer mit dem jeweils Aktuellen beschäftigt. Und tatsächlich auch heute habe ich eigentlich nur mit aktuellen Videogames zu tun. Das heißt, ich nehme mir immer mal vor, wenn ich Zeit habe, tauche ich mal wieder ein in die Welt des Super Nintendo oder so.
Ich krieg das halt nicht hin und ich weiß auch nicht, kenne halt auch die Szene nicht. Ich weiß, dass es verschiedenste Szenen gibt. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der ist DJ und macht C64 Soundtrack Remixer und Das macht der Ben von den Nordwelten auch, ja. ja und hat mir dann, habe ich gemeint, boah, das ist ja exotisch. Und er meint ja, nee, das gibt eine richtige Szene dafür und so. Und mittlerweile gibt es natürlich zig Szenen. Also die kenne ich auch gar nicht. Und dann gibt es ja auch bin ich angekackt worden von jemandem, weil ich gesagt habe, ich hätte mal ein C64-Spiel auf dem PC gespielt. Und das ist dann in gewissen Szenen auch wieder eine Todsünde, wenn du auf Emulatoren spielst und nicht auf Originalgeräten. Ja, also gibt auf jeden Fall viele Szenen und da kenne ich mich aber gar nicht aus. Musst ja auch nicht, Claude. Wir sprechen ja heute über Super Nintendo, ist ja alles gut. Was meinst du denn aber? Was ist denn die größte Stärke des Super Nintendos gewesen? Ich würde sagen, die Software natürlich. Software ist ja immer das Entscheidende. Und es war einfach quantitativ viel. Also es gab viele Spiele und es gab viele gute Spiele. Also jetzt verglichen mit heute, ich meine, Switch ist auch kein schlechtes Gerät. Gibt auch halt nicht so viele Nintendo-Spiele, die sind aber dafür alle gut, die es gibt. Aber Ja. damals hattest du halt wirklich, du bist in den Laden gegangen und hattest zig Regale voller Super Nintendo-Spiele. Du hattest eine riesige Auswahl. Und die Gefahr, dass du, wenn du auf Glück kaufst oder nach Cover kaufst, ins Klo greifst und irgendein Scheißspiel erwischt, die war gar nicht so groß, weil es war wirklich eine Menge gut, fand ich damals. Das würde ich dir blind so unterschreiben, ja. Ja, und dann, ich fand auch, das war so eine Happiness-Konsole, so eine sympathische. Also hat es einfach wirklich Spaß. Also ist halt auch eine andere Zeit, klar. Aber du hattest ja das Mega Drive mit dem cooleren Image, aber auch natürlich ein bisschen dunkler. Also die Farbe vom Mega Drive schon, das Schwarze, das lackierte Schwarze, das war so ein bisschen aggressiver. Da gab es dann auch die aggressiveren Games und die frecheren Maskottchen und so weiter. Während das Super Nintendo eben so die Happiness-Konsole war, mit den lustigen Spielen, farbenfroh, nichts Böses und so. Aber letztendlich, ja, ich denke, es ist wirklich die Softwareauswahl. Weil du hattest über einen langen Zeitraum, ich glaube, eins, ich weiß gar nicht, was jetzt so die letzten Super Nintendo-Spiele waren. Aber es war ja schon eine Weile auf dem Markt und du hattest wahnsinnig viel Software dafür. Jetzt hast du schon gesagt, die Konkurrenz damals, vor allem Sega, deren Mega Drive ja schon länger auf dem Markt war, da hat man sich ein bisschen gedacht, uiuiui, wie gehen wir dagegen vor? Aber wie hast du das dann das so im Verlauf erlebt? Wie war es denn dann letztendlich, diese Konkurrenz mit dem Mega Drive? Na gut, also hier in Deutschland, da muss man dann auch wieder so ein bisschen die einzelnen unterscheiden zwischen den einzelnen Märkten. In Frankreich zum Beispiel fand man, glaube ich, das Mega Drive cooler. Da gab es dann wirklich Unterschiede, wohingegen Deutschland Nintendo-Land war. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so mit unterschiedlichen Geschmäckern zu tun hat. Man darf halt auch nicht vergessen, das war zwar Nintendo Europa, was jetzt hier gegründet wurde bei Frankfurt, aber es war natürlich sehr deutschlandlastig. Also diese Hotline zum Beispiel, die hat ja für deutsche Spieler gearbeitet. Und vieles, was gemacht wurde, war eben für deutsche Spieler. Der Club Nintendo war ein deutscher Konsumentenclub und das Club Nintendo Magazin war ein deutsches Kundenmagazin. Das heißt, das Marketing hier in Deutschland war ungleich stärker als in anderen europäischen Ländern. Insofern würde ich fast sagen, es ist auch kein Wunder, dass Nintendo so stark in Deutschland war. Also hier war Mega Drive kein Thema. Also klar, es hat existiert und hat Nintendo auch ein paar Marktanteile weggenommen. Aber zu meiner Zeit war, da gibt es eben auch Sega. Also das war überhaupt kein Thema.
Gefährlich wurde die PlayStation später, aber ja, ja, klar. Sega war jetzt nicht so ein Thema. Aber ich habe schon mitgekriegt, eben wie zum Beispiel in Frankreich, dass die schon mehr kämpfen und dass Sega eben dort ein ganz anderes Image hat. Dann gab es aber auch viele Länder damals noch, wo gar kein Nintendo vor Ort war, wo eben auch nur eine Vertriebsfirma war. Und da hing eben so ein Erfolg von einem Nintendo-Spiel und einer Nintendo-Konsole auch vom jeweiligen Marketing ab. Und da gab es auch Länder, da war einfach das Sega-Marketing besser. Ja, und in den USA natürlich, da gibt es ja die legendären Plakatkampagnen von Sega oder auch die Fernsehspots. Ja. Da war Sega wirklich cooler als Nintendo. Muss man schon, also habe ich damals auch so gesehen. Nur die durften es halt. Also wir hätten solche frechen Spots gar nicht machen dürfen. Wie habt ihr denn damals den Bruch von Nintendo und Sony miterlebt? Oder ist das was überhaupt bei euch angekommen ist? Habt ihr das mitbekommen? Nee, gar nicht. Das sind alles Sachen. Also sicherlich, ich würde mal unterstellen, dass jetzt der Firmenchef natürlich was davon mitbekommen hat. Der Herr Ota, der war ja auch, hat jeden Tag mit Japan telefoniert, war sehr oft dort. Aber das ist, denke ich, auf einer Management-Ebene abgelaufen. Da haben wir auf jeden Fall nicht dazu gehört. Mhm. Also niemand bei Nintendo of Europe, da bin ich mir ziemlich sicher. Außer jetzt den obersten Japanern. Weil es auch nicht, das war ja eine strategische Unternehmensgeschichte, wie man in Zukunft was macht. Wir wurden letztendlich nur auch vor vollendete Tatsachen gesetzt. Also die Sony PlayStation kam, der Saturn kam, beide waren CD-basiert und wir sind lange Zeit davon ausgegangen, dass unsere nächste Konsole auch CD-basiert sein wird. Ja, klar. Irgendwann waren wir genauso überrascht, wie später dann die Konsumenten, dass Nintendo eben doch nicht den CD-Weg geht. Aber das sind Infos, die wir auch einfach nur bekommen haben. Was hat denn deiner Meinung nach Nintendo besser gemacht als die Konkurrenz? Naja, gut, also man hatte, wo man sehr stolz drauf war, war dieses Seal of Quality. Das ist dieses Nintendo-Emblem, was auf jeder Verpackung war und sogar recht teuer im Druck war, weil jede Nintendo-Verpackung damals hatte das Seal of Quality und es wurde in echt Gold, also nicht echtes Gold, aber so eine Sonderfarbe Gold gedruckt. Mm. So eine Zusatzfarbe Gold, die sehr teuer ist. Das hat man sich also richtig was kosten lassen, weil man extrem stolz drauf war. Und man hat eben gesagt, jedes Spiel, was für ein Nintendo-Gerät kommt, muss die Qualitätskontrolle bei Nintendo durchlaufen. Dort kann es eben auch passieren, dass Nintendo sagt, nö, den Schrott wollen wir nicht fürs von Nintendo. Programmier's mal weiter oder tritt's in die Tonne. Man musste das ja auch machen, weil letztendlich die Cartridge-Produktion ja auch über Nintendo lief. Also man war da wirklich, das lief über Nintendo. Auch Third-Parties liefen über Nintendo. Und Nintendo ist ja erwachsen, wenn man sich nochmal so die Videospielgeschichte anguckt. Es gab ja diesen Videospiel-Crash und diese Flut an beschissener Software für die frühen Konsolen und Commodore 64. Aus den Problemen hat dann Nintendo auch gelernt und gesagt, okay, wir können entweder zulassen, dass jeder für das NES oder das Super Nintendo Spiele macht und wir dann über kurz oder lang auch fünfmal so viele Spiele haben, aber dafür halt nur Schrott. Oder wir haben eben das Seal of Quality und gewährleisten dadurch, dass es gute Software gibt. Wäre jetzt eine Theorie von mir, was Nintendo besser gemacht hat. Das heißt, ich weiß auch zum Beispiel, dass Nintendo viel auch Tipps gegeben hat, Firmen, also auch Third Parties, die ihre Spiele dann vorgestellt haben bei Nintendo. Und Nintendo sich dann Zeit genommen hat, die Spiele zu spielen und eben gesagt hat, hier, mach das doch mal anders oder änder doch mal was da an der Steuerung oder was auch immer.
und diese Third-Partys damals echt gut Unterstützung bekommen haben. Vielleicht gibt es auch technisch irgendeinen Grund, das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das Super Nintendo irgendwie besonders einfach zu programmieren war, das weiß ich nicht. Für meinen Teil kann ich eben wirklich sagen, dass Nintendo als Bereitsteller der Plattform sehr bemüht war, von Anfang bis Ende. Also bei der Entwicklung des Spiels, dann eben dem Verpassen des Seal of Qualities, wenn das Spiel fertig ist. Und wir haben aber auch damals den Third Parties sehr bei der Vermarktung geholfen. Also es gab doch viele Third-Party-Hersteller, wo wir auch das Marketing mit übernommen haben. Was mit dazugehört vielleicht, was Nintendo besser gemacht hat. Früher zumindest, heute ist natürlich auch wieder eine andere Welt. Da funktioniert das ganze System ein bisschen anders, aber damals, weiß ich, sind auch viele Third-Party-Spiele bei uns in der Abteilung gelandet, wo wir eben Sachen für gemacht haben. Das bringt mich gleich nochmal auf eine Frage, weil du hast ja vorhin auch gesagt, du hast wirklich auch Spiele aus Japan mal angespielt, die dann letztendlich nicht erschienen sind. Ja. Aber fällt dir da spontan irgendwas ein, wo du sagen würdest, das ist dir im Gedächtnis geblieben, weil du dir gedacht hast, meine Güte, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein? Nee. Also ich habe ja auch nicht so oft jetzt diese japanischen Spiele angetestet. Das habe ich ab und zu mal gemacht, auch hauptsächlich bei Actionspielen, die jetzt nicht textlastig waren, weil ich kein Japanisch spreche. Wir hatten auch so ein paar Hardcore-Leute bei Nintendo, also besonders in dieser Konsumenten-Hotline, die sogar japanische Rollenspiele gespielt haben, ohne Japanisch zu verstehen. Was ich schon damals total sinnlos fand. Die haben mir dann erklärt, ach, guck doch mal hier, das Zeichen bedeutet Hi und das heißt, das ist ja bei irgendeinem Gespräch mit einem NPC, wo du halt überhaupt nicht weißt, worum es geht und dann nützt mir es auch nicht, wenn ich weiß, was Ja und Nein heißt beim Anklicken. Aber egal. Die hatten da irgendwie Spaß dran. Ich habe das nicht so oft gemacht, diese Spiele angetestet. Ich habe selber amerikanische Spiele gespielt, die dann fertig waren. Also wie zum Beispiel als Final Fantasies oder Chrono Triggers, die in den USA rauskamen. Die Spiele habe ich bekommen, die habe ich dann eben daheim gespielt. Aber mir ist jetzt außer den großen, wichtigen Spielen nichts eingefallen. Ich habe immer mal über die Schulter geguckt und ich habe halt damals so diese beliebten Genres in Japan mit Mechas, also irgendwelche Roboter, die gegeneinander kämpfen oder irgendwelche kreischenden Anime-Mädchen-Spiele. So sieht der typische japanische Kram. Das hatte ich zwar gesehen und das hatte mich aber persönlich nie interessiert und ich weiß auch gar nicht, wie sehr es damals auch wirklich angekommen wäre hier in Deutschland. Weil da gab es ja noch nicht diese Anime-Manga-Szene, wie sie es heute gibt. Also fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Okay. Gibt es denn in Bezug auf das Super Nintendo etwas, von dem du sagen würdest, hier hat man eine Chance verpasst? Das muss jetzt nicht nur sich auf Spiele beziehen, also die lassen wir jetzt vielleicht mal aus. Ich glaube, das haben wir eigentlich schon ganz gut behandelt, aber vielleicht mal hardware-technisch, also sei es jetzt Satellaview oder ähnliche Dinge, was es da vielleicht noch so gab. Nö, finde ich eigentlich nicht. Also Satellaview hätte überhaupt nicht funktioniert in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Ich meine, es funktionieren ja noch, genau genommen, noch nicht mal Internet heute in Deutschland, wenn du auf dem Land lebst. Ja, das kann ich bestätigen. Gab viele, viele. Nintendo ist ja schon recht innovativ, was so Peripheriegeräte, Steuergeräte und sonst was betrifft. Kann man Nintendo ja nicht vorwerfen, dass sie nicht herumexperimentieren. Sei es Lightguns oder eine Angel als Steuerung von einem Spiel und so weiter. Die gab es alle nicht in Deutschland. Die hätten allerdings auch, die wären kein Game Changer gewesen. Also, selbst wenn sie Nintendo veröffentlicht hätte, wären sie irgendwo in der Nische dahingedümpelt, da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern, dem Super Nintendo kann man eigentlich nichts vorwerfen. Man hätte halt in dieser Endphase, also ich sag mal, so 95 ist das Ganze gekippt. Das ist eben auch das Launchjahr gewesen von PlayStation. europäische Launcher von Sega, Saturn und PlayStation.
da begann eigentlich das Ganze zu kippen. Es gab zwar noch tolle Spiele, also ich glaube, Evermore ist danach erschienen. Also es gab schon noch ein paar coole Spiele danach, aber der Zenit war halt überschritten und Ja. man hätte einfach schneller nachschießen müssen, aber Nintendo hatte eben auch Probleme mit dem Nintendo 64. Und das ist sicherlich alles nicht so gelaufen, wie Nintendo das ursprünglich geplant hat. In einem Paralleluniversum hat sich Nintendo vielleicht nicht mit Sony verworfen und da ist die Nintendo PlayStation erschienen und alles ist super gelaufen. Aber in unserem Universum ist es eben nicht so gelaufen. Das heißt, die kam, das Nintendo 64 ist 2 Jahre zu spät gekommen und dann noch mit begrenztem Speicher und dann noch mit weniger Support von Third Parties. Ist halt alles schlecht gelaufen. Aber die heile Welt war wirklich bis 95, wo Nintendo eine super Konsole in der Tat hatte. Gott, das steckt immer noch in meinem Kopf. Nö, alles perfekt, finde ich, in der Zeit. Tolle, tolle Spiele, eine richtig gute Auswahl, tolle Jump'n'Runs, richtig Nachschub. Du hattest fast monatlich irgendein Highlight. Also, das war schon echt nice. Also ich merke schon, ich fürchte, Claude, wir werden um eine separate Folge um das N64 auch nicht umrum kommen. Das Oh. würde jetzt aber, glaube ich, viel zu weit führen. Ja. Ich glaube, wir kommen langsam mal zum Ende. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Was ist denn, weil du jetzt gesagt hast, das war so die heile Welt, was ist denn so deine schönste Erinnerung an die Super Nintendo-Zeit? Gut, Gerne auch im Plural, wenn du mehrere hast. also ich habe einige Lieblingsspiele aus der Zeit, also zum Beispiel Super Metroid, hat für mich, glaube ich, immer so einen Platz in meiner ewigen Top Ten. Ich hab das damals geliebt. Ist auch so, dass ich heute dieses Genre Metroidvania, also ich habe auch Super Castlevania geliebt. Und die Fusion aus den beiden Spielen ist ja noch heute ein beliebtes Genre. Das hat mich irgendwie sehr geprägt, das von den Spielen her. Ich fand, es war eine coole Zeit. Also was ich zum Beispiel damals geil fand, viele Videospielabteilungen in den Kaufhäusern. Also da gab es ja richtig große Videospielabteilungen, Themenwelten. Wo auch viele nach der Schule hingegangen sind, um einfach den Nachmittag dort zu verbringen. Das gibt's ja in der Form heute nicht mehr. Das fand ich zum Beispiel ziemlich cool, dass du so eine richtige Szene hattest und sowas Gemeinschaftliches. Du hast natürlich heute auch gemeinschaftlich und du zockst online. Aber damals bist du eben ins Kaufhaus gegangen und hast mit irgendjemand, der auch aus der Schule gerade kommt, zusammengezockt. Und du hattest die Sega-Welt, die Nintendo-Welt und so weiter. Das fand ich ganz cool. Hat jetzt weniger mit Super Nintendo als mit der Zeit zu tun. Ja, ansonsten war einfach eine gute Zeit. Fällt dir sonst noch irgendwas Wichtiges ein, was wir auf gar keinen Fall vergessen dürften, wenn wir über die Deutschlandphase des Super Nintendos sprechen? Ja gut, ich meine, rein theoretisch, das war ja so meine Anfangszeit, also sowohl meine Anfangszeit im Berufsleben, war ja so mein erster ernsthafter Job. Da habe ich natürlich haufenweise Sachen erlebt und könnte wahrscheinlich tagelang noch irgendwelche Stories erzählen, witzige Also Anekdoten. minutenlang haben wir Zeit. Ja, also im Großen und Ganzen, ich glaube, was noch so ein Wendepunkt beim Super Nintendo war, so eine Aufbruchsstimmung war diese Donkey Kong Country Ära. Ja. Das kam so zu einem ganz guten Punkt, wo man so ein bisschen müde war. Also man hat schon begonnen, das Super Nintendos müde zu werden, aber dann kam eben diese Square-Geschichte und diese Silicon Graphics Workstations und das war auch die Zeit, als Toy Story kam.
Und das war nochmal das Ganze auf so ein neues Level hieven. Also man hat schon gedacht, man hätte schon alles gesehen, was es an 2D-Jump'n'Runs gibt. Und dann kam aber doch nochmal das Aha-Erlebnis mit Donkey Kong Country, Toy Story und so weiter, wo man dieses 2D-Jump'n'Run nochmal auf ein ganz neues Level gehoben hat. Ist aber auch so euphorisch man damals war. Ich weiß noch, als ich meine erste PlayStation hatte und was ich damals geliebt habe, war Battle Arena Toshinden. Und das hat mich wirklich bekümmert. Also ich habe tagsüber bei Nintendo gearbeitet und dann bin ich abends heimgegangen, um Battle Arena zu spielen. Und habe mir einfach gedacht, scheiße, ich würde das lieber auf einem Nintendo-Gerät für meinen Arbeitgeber spielen, von meinem Arbeitgeber spielen. Aber es ist einfach zu geil. Ich muss fremd gehen und das auf der PlayStation spielen. Das hat mich schon traurig gemacht, dass wir einfach solche Möglichkeiten nicht hatten, weil für mich war das einfach so ein Flash, dieses 3D-Spiel damals und speziell dieses Fighting Game. Also ich bin so ein Fighting Game-Fan auch. Ich fand auch Street Fighter geil und habe sehr lange gespielt, alle möglichen Evolutionen davon. Aber die Fighting Games auf der PlayStation waren dann eben nochmal ein ganz anderes Level und die haben mich halt richtig Kick damals. Weil du es gerade gesagt hast, Street Fighter, jetzt gab es ja für das Super Nintendo Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo und Super Street Fighter 2. Was war denn da, natürlich noch Street Fighter Alpha 2, Entschuldigung, was war denn da deine liebste Version? Ja, also bei dem ersten hatte ich halt den Wow-Effekt. Deswegen, das hat sich viel mehr in mein Gehirn gebrannt als die ganzen Nachfolger. Turbo war lustig. War nochmal eine Variation auch mit der Geschwindigkeit. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass das Street Fighter 2, The World Warrior, wobei ich auch gar nicht, also ich weiß nicht, weiß man, wie viele Street Fighter 2 es gibt? Viele. Ja. Also, nee, ich habe, also wirklich ewig, da gab es schon zig andere Street Fighter 2s, habe ich immer noch das Original Street Fighter 2 gespielt. Bis ich dann irgendwann geswitcht bin und jetzt zum Beispiel mag ich Street Fighter 4 sehr gerne. Aber ja. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Spiele für das Super Nintendo, die besonders empfehlenswert sind? Du hast jetzt Super Metroid schon genannt und du hast Super Castlevania 4 schon genannt, aber fallen dir noch ein paar Titel ein, wo du sagen würdest, wenn man das Super Nintendo nicht kennen sollte, was man sich eigentlich nur schwer vorstellen kann, aber welche Titel sollte man auf jeden Fall gespielt haben und hast du vielleicht auch noch ein oder zwei spezielle Geheimtipps? Also, wir hatten es ja schon bei der letzten Sendung. Ich bin so ein Musikmensch. Das heißt, Bist du ja. ich verliebe mich eben auch übers Ohr ins Spiel. Und da fallen mir zum Beispiel ein als Highlights Super Castlevania 4, ActRaiser. Ja. Hauptsächlich wirklich wegen der Musik. Also es sind tolle Spiele, aber die Musik ist halt so episch, finde ich. Ja, die fand ich auf jeden Fall genial. ActRaiser war auch grafisch damals ganz gut. Es war eins der frühen Super Nintendo-Spiele und sah trotzdem mit am besten aus von allen Super Nintendo-Spielen. Also das war schon verblüffend. Ich fand hat mir sehr gut gefallen. Ich war ein riesen Mega Man-Fan von allen Teilen, also die normalen Nummerierungen, die X-Nummerierungen und so weiter. Es gab ja, als Aladdin im Kino war, Disneys Aladdin, gab es ja eine Version fürs Mega Drive, eine Version fürs Super Nintendo. Das hat mich damals so ein bisschen kirre gemacht, weil ich fand eigentlich das Super Nintendo-Spiel besser, aber ich fand die Musik vom Mega Drive besser. Also ich hätte das gerne irgendwie vermischt, die beiden Spiele, zu einem perfekten Aladdin-Spiel. Ja, so kleine witzige Spiele, Troll Island, Joe and Mac und was mir auch gut gefallen hat, waren die klassischen Shooter wie Gradius, Parodius und so weiter. Spiele ich noch heute gerne das Genre. Also da gibt es ja auch für den PC auch richtig krasse neue Spiele. Gehen so ein bisschen unter, weil ich glaube, das Genre ist einfach nicht mehr so zeitgemäß, aber damals war es halt noch hip und hat mir auch wirklich gut gefallen.
Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr uns noch einen Kommentar oder Gedanken zu unserem Gespräch rund um das Super Nintendo und wie es nach Deutschland kam habt, dann lasst uns das gerne wissen. Das geht auf www.nerdweltenpodcast.com, das geht im Nerdwelten-Discord, auf Twitter, auf Facebook. Das ist natürlich alles wieder unten in den Shownotes verlinkt. Ebenso würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf PayPal, Steady oder Patreon unterstützen wollt. Und Claude, es war mir wieder eine sehr, sehr große Freude. Es hat echt viel Spaß gemacht, über deine Zeit bei Nintendo zu sprechen und dass du mich an deinen Erinnerungen hast teilhaben lassen. Dafür möchte ich nochmal ein dickes, fettes Dankeschön sagen. Gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Und speziell möchte ich mich jetzt noch bedanken, denn es war ein, halte ich fest, super Gespräch. Ja, okay, ich würde sagen, wir schauen jetzt noch gemeinsam ein paar alte Lindenstraßenfolgen an und wir sprechen bestimmt auch mal übers N64. Claude, da kommen wir nicht umrum. Sollten wir tun, ja. Alles klar. Okay. Dann vielen Dank nochmal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.